Spaß mit euch. Das waren Dankeschön euch beiden. Wir hatten wirklich viel Spaß mit den tollen Bildern und wir wechseln von Weiß auf Grün. Und wir beginnen direkt mit dem Spitzenreiter der zweiten Liga, mit dem FC St. Pauli. Der empfing heute den Bundesliga-Absteiger Hertha BSC. Das Hinspiel, das hat St. Pauli im Olympiastadion souverän mit 2:1 gewonnen. Das Rückspiel, das wird nicht wirklich ein Spaziergang, denn Hertha ist seit 4 Partien ungeschlagen. Aber das wird St. Pauli nicht wirklich beeindrucken. Außerdem herrscht seit Freitag große Euphorie am Millerntor, denn da hat Erfolgstrainer Fabian Hürzeler endlich seinen Vertrag verlängert. Jetzt heißt es nur noch volle Konzentration auf den Aufstiegskampf. Matthias Kammann. Ja, das war doch mal ein Big Point für St. Pauli. Jetzt haben sie 10 Punkte Vorsprung auf Rang 3. Da weiß der Trainer, warum er den Vertrag verlängert hat. Und wir machen weiter mit der Spielvereinigung Greuther Fürth gegen die SV Elversberg. Und die Fürther, die lagen Ende Januar noch hinter St. Pauli auf Rang 2. Seitdem ging es aber steil bergab. Von 5 Spielen haben sie 4 Partien verloren. Mittlerweile bis auf Platz 7 abgerutscht. Ja, um das Ruder noch mal rumzureißen, muss heute gegen die Newcomer aus Elversberg unbedingt ein Sieg her für die Mannschaft von Alexander Zorniger. Florian Eckel, bitte. Ja, das Kleeblatt schwächelt also weiter. Wir gehen allerdings jetzt noch weiter runter und kommen zum knallharten Abstiegskampf in der zweiten Liga. Da trifft der Tabellen 15. der erste FC Kaiserslautern auf den Tabellenletzten, den VfL Osnabrück. Allerdings hat der VfL zuletzt 2 starke Lebenszeichen gesendet, mit denen eigentlich keiner mehr gerechnet hatte. Erst das 1:0 zu Hause gegen Hannover und dann am letzten Sonntag der 2:1 Auswärtserfolg beim HSV. Das klingt eigentlich nicht nach einer Bilanz eines Tabellenletzten und verspricht maximale Brisanz heute beim Kellerduell auf dem Betzenberg. Christina Graf. Und jetzt kommen wir zum absoluten Topspiel der Premier League. Nicht nur Fußballfans auf der Insel freuen sich seit Tagen auf diesen Kracher. Jürgen Klopps FC Liverpool gegen Manchester City mit Pep Guardiola. Vor dem Spieltag Tabellenerster gegen den Tabellenzweiten. Beide trennt nur ein Punkt. Und natürlich will sich Jürgen Klopp noch mal mit einem Titel verabschieden. Und natürlich will das Star-Ensemble von Man City den Titel verteidigen. Mehr Spitzenspiel geht also nicht. Deshalb jetzt einfach zurücklehnen und genießen. Patrick Hallatsch darf dieses Spiel kommentieren. Ja, der ist nämlich nach dem Unentschieden jetzt Tabellenführer, punktgleich mit Liverpool. Beide haben 64 Zähler und Man City mit einem Punkt weniger auf Rang 3. Das wird auch noch richtig spannend. Und das war es immer noch nicht mit Fußball heute. Wir haben ja noch die Zusammenfassungen der Partien der ersten Fußball-Bundesliga, wie gewohnt ab 21.45 Uhr in den dritten Programmen und ab jetzt auch immer schon eine halbe Stunde früher in der ARD-Mediathek und auf Sportschau.de. Da geht es dann also weiter. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden und bedanken für einen tollen langen Winter mit Ihnen. Viel Wintersport und Fußball heute. Machen Sie es gut, kommen Sie gut in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.